Hey Leute, ich bin's Jan von den Magic Buddies und ihr habt euch neue Videos gewünscht und natürlich werden auch wieder neue Videos kommen. Es ist einfach der Grund, dass jetzt in der Pause, wir hatten zum Glück die WM, wo wir Matchtags Adrenalin Sticker machen konnten, Videos machen konnten, aber in der Sommerpause ist es halt problematisch, weil man halt keine neuen Videos machen kann, beziehungsweise keine neuen Serien da sind. Jetzt sind ja die Kick-Off-Sticker rausgekommen, der wird in den nächsten Tagen oder ich hoffe bald die ersten Videos dazu kommen und bald kommen natürlich auch die Magitex raus. Und ich wollte mich erstmal sehr herzlich bedanken für 700 Abonnenten. Das hätte ich niemals gedacht, dass wir überhaupt mal so viel bekommen. Und deswegen öffne ich heute hier 10 Päckchen, hier alte Magitex 2010, 2011. Ihr seht noch mit Michael Ballack, Marco Reus bei Gladbach, Lukas Barrios und Ibisevic bei Hoffenheim. Also, die sind schon ein paar Jährchen alt. Und davon öffne ich jetzt 10 Päckchen. Und dann das hier. 403 Karten gab es damals. Clublogos und Starspieler 2,3. Pack. Matchwinner-Karten in jedem siebten Pack. Hattrick-Helden in jedem 48. und Club 100 in jedem 68. Pack. 5 Karten sind da drinne, also 50 Karten insgesamt. Heute öffne ich das mal. So, fangen wir an. Als erstes von Kaiserslautern hier das alte Zeichen. Ilja Mikanski, 9 Verteidigung, 57 Angriff. Dann von Schalke Sergio Escudero mit 57 Verteidigung. Dann von Eintracht Frankfurt Benjamin Köhler mit 56 Verteidigung, 63 Angriff. Und dann auch von Eintracht Frankfurt Okan Nikolov mit 69 Verteidigung. Und dann noch Abwehrspieler, Starspieler Neven Subotic, 81 Verteidigung und 57 Angriff. Das ist das erste Päckchen. Es sind, glaube ich, zwei Designs, aber das ist jetzt erstmal wieder das gleiche. So, als erstes Konstant Dzagba mit 43 Verteidigung, 38 Angriff. Von St. Pauli Finn Bartels mit 58 Angriff. Von Mainz 05 Florian Heller mit 57 Verteidigung. Und von Borussia Mönchengladbach Mouhamadou Idrissou mit 52 Angriff. Und dann Mittelfeldspieler Jan Rosenthal, Matchwinner mit 61 Verteidigung, 72 Angriff. Also der erste Matchwinner. Hier, das ist das andere Design mit Philipp Lahm, Benedikt Höwedes, Mladen Petric und Aristide Bonsé. So. Als erstes haben wir von Bremen Peter Niemeyer mit 54 Verteidigung, 44 Angriff. Dann von Dortmund Sebastian Kehl mit 76 Verteidigung, 72 Angriff. Dann von zwei Kölner, einmal Petit mit 50 Verteidigung, 54 Angriff und Kevin McKenna mit 48 Verteidigung. Außerdem dann die erste Clubkarte und zwar vom 1. FC Nürnberg. Das 14 Pack. Als erstes von Nürnberg Timmy Simmons mit 43 Verteidigung. Dann von Wolfsburg Aschan Dejaga 57 Angriff. Dann von Freiburg schon wieder zwei vom gleichen Verein. Wir hatten erst Eintracht Frankfurt, dann auch Köln, jetzt zwei Freiburger. Ömer Toprak mit 56 Verteidigung und Anton Puzilo mit 50 Angriff. Wieder Verteidiger von Borussia Dortmund, es ist Mats Hummels Club 100. Unglaublich. Hier Mats Hummels 100 Verteidigung, 43 Angriff. Richtig stark. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier einen ziehe. Nächstes Päckchen. Anscheinend ist in jedem Päckchen Glitzer da drin. Wäre cool. Kaiserslautern Oliver Kirch mit 49 Angriff. Dann Bastian Schweinsteiger, erste 5 Sterne.
Basic-Karte, 80 Verteidigung, 74 Angriff. Dann von Hamburg El Hierro Elia mit 69 Angriff. Und Christian Tiffert mit 55 Angriff. Ja. Achso, und dann noch Clubkarte Eintracht Frankfurt. Nächstes Pack. So, wir haben wieder Konstant Jagba. Ich glaube, wieder Finn Bartels. Dann von Bayern Ivica Olic mit 81 Angriff. Und von Eintracht Frankfurt Mike Franz mit 70 Verteidigung. Und dann haben wir den nächsten Matchwinner. Zravko Kuzmanovic, 80 Verteidigung, 82 Angriff, ist glaube ich danach zu Juventus Turin oder Inter Mailand oder sowas. Ja, Inter Mailand glaube ich gewechselt. Irgendwo nach Italien. So, als erstes haben wir Gonzalo Castro von Leverkusen mit 66 Verteidigung. Dann Prinz Tagore mit 64 Verteidigung von Hoffenheim. Dann Philipp Dahms von Gladbach mit 56 Verteidigung. Und Mladen Petric mit 79 Angriff von Hamburg. Und dann Clubkarte. Und es ist wieder Eintracht Frankfurt. Yay. Ihr wisst ja bestimmt, dass ich Eintracht-Fan bin. Und das ist viele Frankfurt-Spieler und ich weiß nicht, ob man nicht verstehen konnte, viele Eintracht-Spieler und dann zweimal das Zeichen und wieder ein Eintracht-Spieler. Als erstes wieder Aşkhan Dejerga, dann Aristide Bonse von Mainz mit 66 Angriff, dann er war Torschützenkönig der Hinrunde, Rückrunde sind sie abgestiegen, hier Devanis Gegners 68 Angriff, hatte 14 Tore in der Hinrunde geschossen, was glaube ich unglaublich gut ist, Rückrunde 2. Und dann Mo Svensson von Mainz und dann Hattrick-Held Albert Bunyaku mit 60 Angriff von Nürnberg, also ein Club an 101 Hattrick-Held, das ist glaube ich keine schlechte Ausbeute. So, dann haben wir dann haben wir von Freiburg Julian Schuster mit 52 Verteidigung, 51 Angriff. Dann von Wolfsburg hier Mario Mandzukic 62 Angriff. Dann Torhüter von Wolfsburg, dafür umso besser, Diego Benaglio 85. Und von Gladbach Tobias Levels mit 58 Verteidigung. Und dann als nächstes noch von Hannover 96 Angreifer Didier Jakonan, Matchwinner mit 82 Angriff. Hier, das letzte Pack ist es wieder mit Philipp Lahm drauf. Achso, manchmal sind hier so Codes für online, keine Ahnung, kann man sowieso nicht mehr einlösen. Und das erste Pack ohne ein Glitzernden. Ja, aber ja, Heinz Müller, 71 Verteidigung von Mainz 05. Ja. Von Leverkusen, Stefan Reinhardt, 66 Verteidigung. Von Schalke 04 Christoph Moritz mit 52 Verteidigung. Von Gladbach Bobadilla mit 65 Angriff. Und von Schalke 04 unglaublich. Wer ist the basic heute? Es ist Manuel Neuer, 88 Verteidigung. Ich glaube, das war sein letztes Jahr bei Schalke. Und das war's. Also die Highlights sind natürlich hier Jan Rosenthal, Matchwinner, Jakonan, Matchwinner, Hattrick Held, Albert Bunyaku und natürlich Mats Hummels, Club 100. Der hat meiner Meinung nach jedes Jahr es verdient, Club 100 zu sein. Aber ich finde es gut, dass Tops zumindest in Deutschland ein bisschen rotiert, bisschen abwechselnd, weil wir schon viele gute Spieler in der Liga haben. Nicht wie in England, wo, glaube ich, die letzten 4 oder 5 Jahre immer der Torhüter, Club 100, immer Joe Hart war. Und ich glaube, Van Persie war jetzt auch 2 oder 3 Jahre hintereinander Club 101, 101. Also, das ist dann ein bisschen einseitig. Und ja, auf jeden Fall, das war's von mir
wir haben schon wieder 10 Minuten erreicht und ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses 700 Abonnenten Special. Mir hat's gefallen von den Karten her und es macht auch schon ganz schön Spaß, mal alte Päckchen, alte Karten wieder zu öffnen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt auch einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann kann ich das sagen. Es lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Es werden viele weitere Videos kommen. Und ja, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal hier bei den Mesh-Ex-Buddies.